The Empire's time has come. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Video /FAQ. Und diesmal beantworte ich eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. Vielleicht schaffe ich es ja auch, die im Hintergrund einzublenden. Zumindest seht ihr das Wichtigste. Im Hintergrund seht ihr ein tolles General Grievous Gameplay. Von mir wieder erspielt, keine Ahnung. Er ist Level 15 bei mir. Man muss halt immer irgendwie schwitzen, um auf ihn zu kommen, damit man ihn überhaupt spielen kann. Aber das war's so zum Gameplay. Lasst euch einfach überraschen. Sollte eigentlich ein ganz gutes Gameplay sein. Joa, dann fangen wir einfach mal an. Jenri18 fragt, ob ich mal wieder Fortnite mache. Diese Frage zu beantworten ist leicht. Und nein. Nein. Eigentlich nein. Aber eigentlich auch vielleicht ja, weil Pilzku sagt, vielleicht noch wieder kommt. Das weiß ich noch nicht so genau, ob ich das dann noch mache. Und ja, daraufhin hat er halt noch eine Frage gestellt, was ist deine dümmste Schulgeschichte? Eigentlich habe ich gar keine wirkliche dumme oder die dümmste Schulgeschichte. Außer, dass ich früher, da ich so fast der Einzige war mit einem Kollegen, die Star Wars mochten, in der Grundschule war das noch, haben wir immer Star Wars Karten mitgenommen, alles mögliche. Wir haben Star Wars bis in den Himmel gelobt, keine Ahnung was. Wir waren dann so die Uncoolen, die haben Star Wars geguckt, nee, das sind nicht die, die wir kennen und sowas, keine Ahnung. Man wurde sozusagen als blöd abgestempelt, nur weil man Star Wars mag. Vielleicht habt ihr das jetzt auch. Bleibt bei eurem Traum, lasst euch nicht von anderen beeinflussen. Ansonsten hätte ich das gemacht, würde ich jetzt diesen Kanal gar nicht machen. Dann würde ich jetzt bestimmt Minecraft machen. Keine Ahnung, Black Ops 4, obwohl ich da auch einen Stream hochgeladen habe. Und ja. Wir gucken ja mal direkt weiter. Luca fragt, also der Luca mit C natürlich. Es gibt ja viele mit K, mit C auch und mit CK, keine Ahnung. Ist es ja immer unterschiedlich. Wie alt ich bin, das fragt er. Ich bin 14 Jahre alt. Habe am 9.5. Geburtstag, ich bin ein 2004er und ja, also 9. Mai, ich bin auch stolz, dass ich im Mai Geburtstag habe, weil da ja im Grunde der Star Wars Monat ist und ich das eigentlich feiere. Und ja, ich bin 14 und nächstes Jahr bin ich 15. Wie viele Kills hast du in einer Runde geschafft, fragt Tim Stein. Ich habe, also standardrundenmäßig sind es ja immer so 70, 60, 50 Kills. Meine beste Runde war mal mit Emre. Da hat er den Imperator gespielt und ich den Bosk. Da ich ja Bosk mega feier, spiele ich den ja natürlich immer noch, obwohl ich ihn auf Max habe. Und es ist so, dass ich eine 93er Killstreak oder so hatte. Weiß ich jetzt nicht genau. 93 Kills waren es, glaube ich. Kurz vorm 100 plus und dann kommt ein Gegner an und hat mich dann wieder von hinten geholt. Ja, das war's dann auch wieder. Und an alle da draußen, wenn ihr vielleicht Star Wars nicht auf der CD habt, sozusagen auf der PlayStation so drauf, ich hab's ja als CD, könnt ihr das mal vielleicht gerne in die Kommentare schreiben, weil Emre sucht jemanden, der ihm das scheren kann, weil seine CD ist kaputt gegangen. Ohne dass er da irgendwie was gemacht hat. Auf jeden Fall wäre es nice, wenn ihr euch da meldet. Wer Bock drauf hat, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und ja. Und er schreibt mir gerne noch mehr Kommentare. Also Kommentare als Fragen oder so, weil wie auch immer. Schreibt einfach Fragen in die Kommentare, die ich dann vielleicht bei dem nächsten FAQ auflösen kann. Da brauche ich nicht immer diese kleinen FAQ-Intros hochladen. Das wird ja sonst auch nervig. Schreibt es gerne in die Kommentare. Also die nächsten Fragen vielleicht. Wenn euch noch irgendwelche einfallen, sonst schreibt irgendwas Tolles in die Kommentare. Ich freue mich natürlich immer über einen Kommentar, weil es ist einfach mega geil, wenn ihr lange und tolle Kommentare schreibt. Wie gesagt, Kommentare sind mir sogar wichtiger als Likes, obwohl Likes auch wichtig sind. Und die Aktivität ist auch wichtig. Bereust du, also bitte nicht hassen, fragt also /RK23. Grüße gehen an dich raus. Bereust du es, mit YouTube angefangen zu haben? Nein. Der Anfang war holprig. Jeder fängt ja mal an. Ich wollte auch mal eine Story zu meiner YouTube-Vergangenheit machen. Vielleicht wollt ihr das immer noch sehen. Dann lasst es, zeigt es mit einem Daumen. Und schreibt es in die Kommentare, Leute, weil ich brauche da noch ein bisschen mehr Support von euch, damit ich die Serie machen kann. Weil ich muss da wirklich
alles nochmal nachgucken, was ich da gemacht habe und so. Und das wäre halt ein bisschen aufwendiger, diese Videoreihe. Welches Video findest du von dir am coolsten? Okay, ich will eigentlich nur eine Playlist nennen. Und zwar ist es eigentlich so die Top, also es gibt mehrere Videos natürlich. Ich kann euch erstmal ein Video sagen, und zwar ist das mein Best of 14. Dieses Best of, was ich gemacht hatte. Ich scroll hier gerade mit dem Handy runter. Wo hab ich's? Hier, Best of 14. Das ist alles passiert. Das finde ich mega geil. Ist auch gut bei euch angekommen. Das Video, was ich noch gut finde, ist eigentlich meine Top 5 Reihe. Und, also ist ja kein Video, eigentlich eine Reihe. Und meine Season-Reihe. Wenn ihr diese Reihe noch nicht angeguckt habt, guckt sie euch unbedingt an, Leute. Guckt euch die Playlist an. Ich würde mich so freuen, wenn ihr da mal ein paar Likes und ein paar mehr Kommentare da lässt, weil ich habe mir echt bei den letzten Videos, zum Beispiel bei der Season 7, Season 6 und Season 5, mega viel Mühe gegeben. Die anderen davor waren noch nicht so super wie die danach. Wie gesagt, supportet die Serie bitte, weil ich will sie unbedingt weiterführen, und es wäre einfach so Hammer, wenn ihr das tun würdet, weil dann könnte ich das auch weitermachen und im Grunde weiterführen, wie ich das möchte. Weil ich hätte da schon Bock, bis Season 20 zu gehen oder so, bis einem die Ideen wirklich ausgehen, hätte ich mega Bock drauf. Was war dein peinlichster Moment in deinem Leben? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ihr kennt ja den Pilzkuh, er ist so ein kleiner Charmeur, ne? Mit Sachen klären und so. Dieser Moment, wenn man von einem Mädchen gekorbt wird und man sich dafür schämt, weil diese Aktion so behindert war und seine Freunde neben einem standen und einen ausgelacht haben und das Leben einfach vorbei war und man dachte, jetzt springe ich einfach von der Brücke. Das war mein peinlichster Moment in meinem Leben. Dann fragt er noch, was ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist eigentlich momentan, ich habe eigentlich mehrere Spiele, ich denke mal, Battlefield 5 wird mir Spaß machen. Mein Lieblingsspiel ist eigentlich Spider-Man, das PS4 Spider-Man Spiel, Battlefield 5 halt, Star Wars Battlefront 2 und BO4 macht auch im Moment eigentlich mega Spaß, also Black Ops 4 mit Emre und dann immer Blackout zocken. Netflix fragt, ich habe eine Frage. Wer ist dein Lieblingsabonnent? Eigentlich ist das so eine Frage, die ich nicht beantworten will, wenn man einen Lehrer fragt, wer ist dein Lieblingsschüler? Eigentlich mag ich euch alle, was heißt eigentlich, aber der treueste Abonnent, der mich mega lange begleitet hat, ich zähle jetzt einfach mal ein paar Leute auf. Neckflash, Nudel auf jeden Fall, weil Nudel ist einer der treuesten Abonnenten, die ich kenne, der seit einem Best of rübergekommen ist. Mr. Jojo Bings und RK23 und Felix, eigentlich alle, die in den Kommentaren aktiv sind. Das sind somit die treuesten Abonnenten. Und Leute, vergesst nicht, es wird auch noch Abonnent des Monats wieder geben, aber das dauert noch ein bisschen, es dauert noch. Die zweite Frage ist, mit welchen Abonnenten hast du am meisten zu tun? Schwierig, momentan ist der Kontakt mit Felix relativ okay. Und mit Neckflash halt Noah im Grunde auch, aber jo. Momentan eigentlich nicht mehr so hardcore Kontakt mit anderen Leuten. Ja. Nudel, zu dir kommen wir jetzt auch. Welchen Star Wars Film findest du, welchen würdest du dir noch wünschen? Ich würde mir einen Obi-Wan Film wünschen. Mit Darth Maul in der, als Antagonist und Obi-Wan halt als Hauptprotagonist. Und ich finde, das sollte zu der Zeit, zwischen Episode 3 und Episode 4 spielen. Also im Grunde Anfang Episode 4, so. Es soll schon noch nach Solo Star Wars Story spielen. Ihr wisst ja, dass Solo vor Rogue One ist. Das ist ja klar. Nur, dass es dazwischen irgendwo ist, dass Obi-Wan nicht zu alt ist, aber schon ein bisschen alt. Und es sollte eigentlich wieder mit Ewan McGregor sein oder Ewan McGregor oder wie er auch ausgesprochen wird. Also der Standard Episode 3 Obi-Wan.
Und mit Ray Park natürlich auch, also dem guten alten Darth Maul-Schauspieler. Das war mega krass. Die nächste Frage ist, welche Star Wars Kanäle kannst du empfehlen? Star Wars News, Star Wars Basis, Tom und Taha 212. Mich natürlich selber, Spaß, nein. So, Gehirn anstrengen, wen noch? Todesstern News, aber ich weiß nicht mehr, ob der noch aktiv ist. Und, wenn ich irgendwen vergessen habe, tut es mir auf jeden Fall leid. Eigentlich relativ viele. Das sind jetzt so die Standard Star Wars Leute. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche ihr so feiert. Keine Ahnung was. Welche Marvel Superkraft hättest du gerne? Die Spider-Man Superkraft. Ich kann alles machen. Ich brauche mich nicht teleportieren. Ich kann mich von Haus zu Haus schwingen. Jetzt kommt noch die letzte Frage von Bitte nicht hassen. Hattest du schon mal einen schlimmen Fahrradunfall, der durch Dummheit passiert ist? Ach, das ist die Frage, die ja im Stream schon gestellt wurde. Die er gestellt hatte und dann habe ich ihm gesagt, soll er sie nochmal ins FAQ reinhauen. Ja. Erik, ich meine, zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt. War es 12? 12? Nee, bin ich blöd? Ja. Da war ich 12. Ein Tag bevor er 13 wurde. Also, ich hatte da an einem Sonntag. Nee, ich hatte da an Montag Geburtstag. Und das war ein Sonntag. Erik mit seinem Bike. Er fährt, also, wenn ihr nicht wisst, wer Erik ist, aber das bin ich natürlich, ja klar. Also, Erik mit K. Er radelt mit seinem Bike zum Eisladen in die City. Er fährt und fährt. Und was tut er? Er sagt zu seiner Schwester, guck mal, was einer in meiner Schule gemacht hat. Er benutzt sein Lenkrad, macht den und den und dann, jo, fliegt er halt bis nach Usbekistan, so nach dem Motto, und legt sich voll aufs Maul. Und das ist dann dadurch passiert, dass Erik einen Tag vor seinem Geburtstag aufgeschürfte Knie hatte, aufgeschürfte Arme und 2 Wochen lang nicht in die Schule gegangen ist. Ja. Nur durch so einen dummen Unfall. Ja. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, ob ihr auch schon mal sowas hattet oder nicht. Wenn ihr wollt, auf jeden Fall. Wäre ganz cool. Ja, also so ist das im Grunde passiert. Und das sind eigentlich alle Fragen. Ich finde es toll, dass ihr mir so viele Fragen gestellt habt. Wie gesagt, schreibt die einfach nochmal unter das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Und ciao.